Recht herzlich willkommen zur 41. Folge von Planet Nomads. Wir sind durstig und wir müssen irgendwie uns ausruhen. Aber das ist nicht die Möglichkeit, hier das zu machen, denke ich. Lass uns gucken, was wir machen können. Wir bräuchten Biomasse. Ja, ist welche. Das geht auch, oder? Ja. Mehr davon. Nochmal. Weitergehen. Da ist ein Busch. Kommen wir nicht dran, ne? Kann ich hochgehen? Ja, muss mal rum, okay. Da ist aber kein Stein oder so. Komisch. Bauen wir das hier ab. Oh, Inventar schon voll. Okay, gibt's nicht mehr Biomasse. Lass mal reingucken. Diese ganzen vielen Teile sind mit. Ja. Müssen wir erstmal was trinken. Dann sind wir fit. Irgendwie müssen wir noch schlafen, aber wir haben keinen Schlafsack dabei. Das ist nicht gut. Dann gehen wir zum 3D-Drucker zurück, denke ich. Der müsste da hinten hinter dem Baum eigentlich sein. Wir sind einfach langsam, ne? Die Container, die da lagen, sind schon weg, oder? Gehen wir weiter. Schöne Schatten hier. Ah, die Wurzeln, da müssen wir rüber. Und ich glaube, dahinter ist er, der 3D-Drucker. Dahinter war der, oder? War es nicht? Ich weiß es nicht genau mehr. Ich meine, ja, oder ist da hinten noch was? Müssen wir schauen. Fliegen wir da einmal rüber. So, doch noch hinter dem nächsten Baum, oder? Da ist er, ja. Gut. Und im Wasser unten, unterhalb des Druckers, ist unser Auto. Gucken wir mal, was wir hier bauen können, ne? E zum Öffnen und wir können Rahmen machen. Panzerung. Glaskomponenten. Elektrische, zusammengesetzte. Stoff und Batterien und ein Schlafsack. Dafür brauchen wir zwei Stoff. Die sind da und dafür brauchen wir Kohlenstoff, Silizium und Biomasse. Kohlenstoff haben wir. Silizium haben wir nicht. Das ist unser Problem. Silber und Aluminium. Biomasse, die haben wir hier. Jetzt fehlt uns das. Silizium. Da müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Kriegen wir das irgendwo? Da unten sind Felsen. Gucken wir, was da drin ist. Tauchen wir mal. Das ist der Felsen. Wie kriegen wir den abgebaut? Da war Silizium 4 Stück drin. Super, oder? Gehen wir zurück. Wir
müssten eigentlich jetzt den Schlafsack bauen können, ne? Da ist der Drucker. Öffnen. Silizium rüber und los geht's. Also zwei Stoff. Zwei davon. Zwei, ja. Zwei, und dafür reicht der Kohlenstoff nicht. Super, oder? So ein Scheiß. Okay, gehen wir nochmal runter, gucken, ob wir da noch was kriegen. Da gibt es ja auch Kohlenstoff. Da baut sich gar nichts ab. Das ist doof. Batterie leer. Wir können nichts kriegen. Schade. Jetzt da gehen wir mal runter weiter. Da kriegen wir es aus dem Brocken raus. Sauerstoff fehlt. Okay. Der geht auch nicht abzubauen. Auch doof. Batterie wieder leer, ne? Ich glaube, wir müssen mal erst auftauchen. Gut. Ja, dann müssen wir gucken, wo wir den Kohlenstoff herkriegen, ne? Weiß auch nicht, wo wir es herkriegen. Gehen wir mal ein Stück weiter, oder? Ich sehe auf jeden Fall nichts. Ist hier irgendwo was unter Wasser vielleicht? Ein Stück weiter gehen. Hier irgendwas? Nie wirklich. Raus da. Gehen wir mal hoch hier und gucken, ob da irgendwo was ist. Nichts zu sehen. Ein paar Palmen im Hintergrund. Da sind ein paar Tiere. Keine Ahnung, was das für welche sind. Zwei Stück. Naja. Gehen wir mal höher. Was ist das? Ist das ein Felsen? Das ist ein Stück vom Baum, also eine Wurzel. Ja, Biomasse, okay. Gehört wohl zu dem Baum da oben. Oder war es ein Pilz? Ich weiß nicht. Wir müssen was essen und wir müssen schlafen. Viele Fehler, die wir da noch machen müssen. Gehen wir weiter hoch noch. Da ist ein Stein. Okay, kriegen wir hin. Kohlenstoff, okay. Und Inventar ist voll. Okay, dann gehen wir zurück. Los zum 3D-Drucker zurück. Da drüben ist auch noch ein Stein. Okay. Batterie ist wieder leer. Da ist der Drucker. Gehen wir runter. Und dann müssen wir gucken, dass wir den Schlafsack kriegen.
Okay. Öffnen. Und Klamotten rüber. Dann können wir einen Stoffkorb machen. Hammer. Und dann können wir einen Schlafsack machen, wenn der zweite Stoff fertig ist. So, jetzt geht's. Sechs Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Nehmen wir den da raus, packen den da rein. Und dann legen wir den auf die 2. So, jetzt auf die 2 und dann können wir den benutzen. Aber davor müssen wir gerade checken, ob wir auch nicht sterben, während wir schlafen. Wir haben was zu essen, brauchen wir. Haben aber, glaube ich, nichts mehr, oder? Okay. Na, da ist was zu essen. Dann gibt es so einen halt. So, jetzt sollten wir schlafen können erstmal. Ja, wir sind durstig. Jetzt schlafen wir erstmal 8 Stunden. Ja, wir werden müde, alles klar. Gut, es regnet wohl. So, jetzt sind wir im Wert mit 60 unterwegs, das geht erstmal. Temperatur haben wir ein bisschen schlecht. Wegen dem Regen, feucht, nass. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir rausbauen, ne? Ich glaube, wir müssen erst die Essensmaschine machen, ne? Generator brauchen wir, glaube ich, für die Essensmaschine. Tja. Und da brauchen wir ganz schön viele Ressourcen für. Ja. Müssen wir nochmal aus dem Meer was holen oder so. Der Schlafsack ist weg. Der ist nur für eine Runde oder was? Toll, oder? So, gucken wir ins Auto. Dann fahren wir wohin. Aber wir haben vergessen, die Kiste auszumachen, die ja den Strom verbraucht. Super, oder? Das heißt, da geht nichts. Wir haben keine Batterie, wir haben keinen Generator, also war das mit dem Autofahren. Da war ein großes Problem. Na, hätten wir es mal ausgemacht, dann hätten wir jetzt noch Strom, ne? Na, super gelaufen, oder? Oh Mann, ey. So, was machen wir jetzt? So, jetzt müssen wir erstmal hier was bauen. Vielleicht packen wir alles erstmal in einen Container rein, den wir jetzt bauen. 2 Rahmen und 2 Panzerungen. Haben wir nicht. Keine Rahmen. Dann müssen wir die noch bauen. Beide Sachen. Davon brauchen wir 2. Davon auch. Den nehmen wir erstmal. Kann man das rüberpacken? Ja, geht. Dann nehmen wir noch. Na, nehmen wir jetzt noch die
Platte daraus und bauen jeweils noch einen zweiten, den können wir rüberpacken. Aber wir brauchen nicht einen Container. Zwei von zwei brauchen wir von jedem, aber macht das Sinn? Bau die erstmal gerade. Macht das wirklich Sinn? Ich glaube, wir brauchen erstmal so eine Essensmaschine. Das macht viel mehr Sinn. Wir brauchen erstmal das zum Essen machen. Drück mal B und dann gucken wir nach der Maschine. Da ist er. Die packen wir hier rein und dann sehen wir, was wir brauchen. Und den Generator brauchen wir natürlich auch. Der 3D-Drucker. Packen wir da rein. Zwei Rahmen, die wir schon haben, zwei Panzerungen und zwei elektrische und zwei Kompositurteile. Ja, müssen wir gerade gucken. Wir haben noch nicht ausgepackt, müssen wir nur auspacken. Das und das. Das sind die falsch elektronischen Teile. Dies brauchen wir auch nicht. Dann die brauchen wir, oder? Ne, die brauchen wir nicht. Wir brauchen die zwei Stück. Anders, oder? Ah, wir brauchen schon wieder was. Sind müde, ne? Dann brauchen wir noch die Komponenten. Zwei von jedem, okay. So, da zwei haben wir nicht. Rohstoffe fehlen. Silizium und Kohlenstoff fehlt. Und hier fehlt nochmal Kohlenstoff. Jo, das ist schlecht, ne? Wir haben jetzt Aluminium, wir haben Silber, aber das Wichtige fehlt. Ja, dann gehen wir mal hoch. Aber ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Tschüss!